Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Strayblade, wo wir den letzten Mal den Spinnenboss gemacht haben. Und jetzt haben wir hier die weiße Witwe. Ich weiß nur nicht, ob ich die schaffen werde, weil ich absolut keine Tränke dabei habe. Ne? Ich bin absolut lost eigentlich und er ballert direkt rein. Direkt hem. Der geht hem. Der hat Bock. Komm mal da, Schlag drauf. Moment. Oh, scheiße. Also wichtig ist halt, dass wir den seit Stacheln ausweichen. Und auch diesen Erdbebenkack ausweichen. Und ihn irgendwie an döfster Weise eigentlich treffen. Aber das tun wir gerade richtig beschissen. Kacke! Komm schon! Jawohl! So. Das war die weiße Witwe. Ich zeige euch gleich, wo ihr die findet. Immer nicht vergessen. Nein! Jetzt werdet mal. Hier unten habt ihr dann zum Beispiel die Farbe Schwarz, die ihr bekommen könnt. Damit ihr eure Rüstung noch ein bisschen anders färben könnt. Jetzt zeige ich euch, wo ihr die gute weiße Witwe finden könnt. Geh mal schnell mit euch vor. Nur nicht runterfallen, das ist wichtig. So, genau. Gehen wir mal hier schnell vor. Ruckel, ruckel. Spiel bitte nicht ruckeln, danke. Guck mal, stimmt moment. Ruckelt alles irgendwie. So. Wenn ihr zum goldenen Turm gelangen wollt, oder zur goldenen Festung, seht ihr hier. Und da, oh, da. Knochenstaub. Ganz wichtig, Knochenstaub immer mitnehmen. Damit ihr eure Waffen verbessern könnt. So. Genau. Geht hier unten rang. Hier unten. Oh. Bitte. Bitte. Geht hier unten lang. Und bevor ihr dem Fahrstuhl hochgeht, habt ihr die Chance hier rüber zu der weißen Witwe zu gehen und sie einfach lünchen. Und da oben geht's dann weiter mit den Turm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Anregungen habt, lasst sie mir gern da. Ich lese es mir durch und dann bedanke ich mich. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao!